Begegnung mit narzisstischer Manipulation kann tiefgreifende psychologische Auswirkungen haben, einschließlich persistierender, also anhaltender und fortdauernder Schuldgefühle. Diese Schuldgefühle entstehen oft, weil narzisstische Personen Meister darin sind, andere für ihre eigenen Fehler oder Unzulänglichkeiten verantwortlich zu machen, was zu einem zermürbenden Gefühl der Schuld führt. Ich bin Professor Ashok Rehm und heute werden wir die Mechanismen hinter narzisstischer Manipulation und den daraus resultierenden Schuldgefühlen untersuchen und Strategien zur Überwindung dieser Gefühle aufzeigen. Und ich werde Ihnen effektive Übungen vorstellen, mit denen Sie Schuldgefühle loswerden können. Narzisstische Manipulation ist eine Form psychologischer Manipulation, die von Personen mit narzisstischen Zügen oder einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung angewendet wird, um Macht, Kontrolle oder Bewunderung zu erlangen. Zu den häufigsten Techniken gehören Gaslighting, Lovebombing und die Schuldumkehr. Gaslighting bezeichnet eine Taktik, bei der das Opfer dazu gebracht wird, an seiner eigenen Wahrnehmung, seinem Gedächtnis oder seiner geistigen Gesundheit zu zweifeln. Lovebombing ist eine Überflutung des Opfers mit Zuneigung und Komplimenten in der Anfangsphase einer Beziehung, um Abhängigkeit und Loyalität zu erzeugen. Schuldumkehr tritt auf, wenn der Narzisst seine eigenen Fehler oder sein Missverhalten auf das Opfer projiziert, was bei diesem Schuldgefühle auslöst. Diese Manipulationstechniken sind besonders schädlich, weil sie das Selbstwertgefühl des Opfers untergraben und es in einem Zustand der Verwirrung und emotionalen Abhängigkeit zurücklassen. Wie entstehen Schuldgefühle? Schuldgefühle durch narzisstische Manipulation entstehen, wenn das Opfer die manipulativen Narrative, also Erzählweisen, des Narzissten internalisiert, also zu den eigenen macht. Das Opfer beginnt zu glauben, dass es tatsächlich verantwortlich für die negativen Aspekte der Beziehung oder das Wohlergehen des Narzissten ist. Diese Schuldgefühle sind oft tief verwurzelt und können zu Depressionen, Angstzuständen und einem niedrigen Selbstwertgefühl führen. Wie kann man diese Schuldgefühle überwinden? Erstens, ganz wichtig, Erkennen der Manipulation. Der erste Schritt zur Überwindung von Schuldgefühlen ist das Erkennen und Verstehen der narzisstischen Manipulation. Dies kann durch Bildung über narzisstische Verhaltensmuster, das Führen eines Tagebuchs oder erlebte Vorfälle und das Suchen nach externer Bestätigung durch Therapie oder Supportgruppen erreicht werden. Zweitens, Grenzen setzen. Das Setzen von Grenzen ist entscheidend, um sich vor weiterer Manipulation zu schützen. Dies kann bedeuten, den Kontakt zum Narzissten zu begrenzen oder vollständig abzubrechen und klar zu kommunizieren, welche Verhaltensweisen nicht akzeptabel sind. Dritter Punkt, Selbstfürsorge. Die Förderung der eigenen psychischen Gesundheit durch Selbstfürsorge ist ein wesentlicher Bestandteil der Heilung. Aktivitäten, die das körperliche und emotionale Wohlbefinden fördern, wie Sport, Meditation, Hobbys und Zeit mit unterstützenden Freunden oder Familienmitgliedern, können helfen, das Selbstwertgefühl zu stärken und Schuldgefühle zu mindern. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, professionelle Hilfe suchen. Die Arbeit mit einem Coach oder Therapeuten, der Erfahrung mit narzisstischer Missbrauchsdynamik hat, kann äußerst hilfreich sein. Therapeutische Ansätze wie die kognitive Verhaltenstherapie können dabei helfen, schädliche Glaubenssätze zu identifizieren und zu verändern, die zu Schuldgefühlen beitragen. Dann ein wichtiger Punkt, Vergebung und Akzeptanz. Schließlich ist es wichtig, sich selbst zu vergeben und zu akzeptieren, dass das Erlebte nicht die eigene Schuld war. Vergebung bedeutet hier nicht, das Verhalten des Narzissten zu entschuldigen, sondern sich von der Last der Schuld zu befreien, um emotional vorwärts zu gehen. Und dafür gibt es verschiedene Übungen, die dabei helfen können, Schuldgefühle zu verringern. Besonders solche, die durch narzisstische Manipulation entstanden sind. Diese Übungen zielen darauf ab, das Selbstbewusstsein zu stärken, negative Gedankenmuster zu durchbrechen und eine gesündere emotionale Balance zu fördern. Hier, wie versprochen, einige effektive Übungen und Ansätze.
Das Erste, was ich Ihnen vorstellen möchte, muss, ist Selbstreflexion und Journaling. Das Führen eines Tagebuchs kann ein mächtiges Werkzeug sein, um Gedanken und Gefühle zu verarbeiten. Schreiben Sie über Ihre Erfahrungen, Gedanken und Gefühle bezüglich der Schuldgefühle. Fragen Sie sich und beantworten Sie das bitte schriftlich: Warum fühle ich mich schuldig? Ist diese Schuld realistisch und begründet? Welche Beweise gibt es, die gegen mein Schuldgefühl sprechen? Durch das Niederschreiben dieser Gedanken können Sie beginnen, die Unbegründetheit der Schuldgefühle zu erkennen und sie aus einer rationaleren Perspektive zu betrachten. Das nächste, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist die sogenannte kognitive Umstrukturierung. Kognitive Umstrukturierung ist eine Technik aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die darauf abzielt, negative und selbstschädige Gedanken herauszufiltern und durch positive zu ersetzen. Identifizieren Sie schuldbezogene Gedanken und stellen sich Fragen, um deren Gültigkeit zu überprüfen. Ist dieser Gedanke wahr? Gibt es eine alternative Erklärung oder alternative Erklärungsszenarien? Wie würde ich einen Freund beraten, der dasselbe denkt? Nächster Punkt: Achtsamkeitsübung. Achtsamkeit kann dabei helfen, den Moment zu leben und von schuldbezogenen Gedanken Abstand zu nehmen. Schuldbezogene Gedanken haben ja etwas damit zu tun, dass ich in der Vergangenheit lebe, weil es etwas passiert, deshalb habe ich Schuldgefühle. Was passiert ist, ist Vergangenheit. Schuldgefühle erlebe ich aber im Hier und Jetzt. Wir müssen mehr daran arbeiten, das Hier und Jetzt bewusst und angenehm zu erleben. Und damit gewinnen wir Abstand zu Schuldgefühlen. Praktizieren Sie Aufmerksamkeitsmeditation, indem Sie sich auf Ihren Atem konzentrieren und versuchen, Gedanken und Gefühle ohne Urteil zu beobachten. Dies kann Ihnen helfen, Schuldgefühle als vorübergehende Zustände zu erkennen, die vorbeigehen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Thema Selbstmitgefühl entwickeln. Narzissten neigen dazu, unsere eigenen Emotionen, die wir für uns selber haben, sowas wie Selbstmitgefühl, auszumerzen durch ihre Manipulation. Übungen zum Selbstmitgefühl können besonders wirksam sein, um mit Schuldgefühlen umzugehen. Selbstmitgefühl heißt nicht, in Selbstmitleid zu versinken. Selbstmitgefühl bedeutet, sich selbst gegenüber genauso mitfühlend zu sein, wie sie es mit einem guten Freund wären. Eine Übung könnte sein: Sprechen Sie mit sich selbst in der zweiten Person und bieten Sie Trost und Verständnis an, wie Sie es einem Freund anbieten würden, der sich in einer ähnlichen Situation befindet. Selbstmitgefühl ist so wichtig, dass ich Ihnen eine meiner Lieblingsübungen dazu im Detail vorstellen will. Eine effektive Übung zum Selbstmitgefühl, die ich in der psychologischen Praxis verwende, ist die Selbstmitgefühlspause. Diese Übung kann Ihnen helfen, in Momenten emotionaler Schwierigkeiten oder wenn Sie sich von Schuldgefühlen überwältigt fühlen, Mitgefühl und Verständnis für sich selbst zu entwickeln. Hier ist die konkrete Anleitung, wie Sie es tun können. Schritt 1: Erkennen Sie Ihr Leiden. Beginnen Sie damit, einen Moment innezuhalten und zu erkennen, dass Sie gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Dies könnte Stress, Schmerz, Frustration oder ein anderes unangenehmes Gefühl sein. Erlauben Sie sich, dieses Gefühl zu bemerken, ohne es zu beurteilen oder zu versuchen, es sofort zu ändern. Schritt 2: Akzeptieren Sie Ihre Gefühle als Teil der menschlichen Erfahrung. Erinnern Sie sich daran, dass Leiden ein Teil des Menschseins ist und dass Sie nicht allein sind in Ihrem Erleben. Sagen Sie sich etwas in der Art von: Es ist normal, sich so zu fühlen. Andere Menschen fühlen sich manchmal genauso wie ich gerade. Schritt 3: Seien Sie freundlich zu sich selbst. Stellen Sie sich vor, wie Sie einem guten Freund Mitgefühl und Trost anbieten würden.
der dasselbe durchmacht. Was würden Sie ihm sagen? Wie würden Sie ihn behandeln? Wenden Sie diese freundlichen Worte und Gesten nun auf sich selbst an. Es kann hilfreich sein, sich selbst eine Umarmung zu geben oder eine Hand auf das Herz zu legen, um körperliche Beruhigung und Unterstützung zu spüren. Schritt 4. Formulieren Sie ein mitfühlendes Mantra. Entwickeln Sie ein persönliches Mantra, das Sie in Momenten der Selbstkritik oder des Schmerzes verwenden können. Dies könnte so etwas sein wie: Ich bin es wert, Mitgefühl zu empfangen. Oder: Ich behandle mich mit derselben Freundlichkeit und Geduld, die ich einem guten Freund entgegenbringen würde. Schritt 5. Wiederholen Sie die Übung regelmäßig. Selbstmitgefühl ist eine Fähigkeit, die mit regelmäßiger Übung wächst. Versuchen Sie, die Selbstmitgefühlspause regelmäßig zu praktizieren. Natürlich besonders in schwierigen Momenten, um Ihre Fähigkeit zu stärken, sich selbst Unterstützung und Verständnis zu bieten. Diese Übung kann Ihnen helfen, Ihre Beziehung zu sich selbst zu stärken und ein unterstützendes, mitfühlendes Inneres zu kultivieren. Sie erinnert uns daran, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle leiden und dass wir alle Unterstützung benötigen. Und vor allen Dingen, dass es vollkommen in Ordnung ist, diese Unterstützung auch bei uns selbst zu suchen und zu finden. So viel zu dieser Übung, die ich Ihnen wirklich ans Herz legen will. Nächster Punkt, der wichtig ist: Üben Sie, Grenzen zu setzen. Lernen Sie, Nein zu sagen, ohne sich schuldig zu fühlen. Beginnen Sie mit kleinen Dingen und arbeiten Sie sich langsam voran. Das Setzen von Grenzen ist wichtig für die eigene psychische Gesundheit und hilft, sich gegen zukünftige Manipulationsversuche zu schützen. Wenn Sie in einem Restaurant sind und Sie haben sich jetzt schon pappensatt gegessen und der Kellner kommt und fragt Sie, darf ich Ihnen noch ein Dessert bringen? Und Sie sagen, wenn ich noch ein bisschen esse, dann explodiere ich. Dann werden Sie Nein sagen. Oder Nein, danke, natürlich freundlich formuliert. Also, im Kleinen sind Sie doch in der Lage, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und das müssen Sie nur ausbauen. Schritt für Schritt das Nein-Sagen üben, Ihre Grenzen wahren und dann haben Sie ein starkes Selbst. Als nächstes möchte ich Ihnen Visualisierungsübungen an die Hand geben. Visualisieren Sie sich selbst als frei von Schuldgefühlen. Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Sie sich selbst akzeptieren und Ihre Entscheidungen nicht von ungerechtfertigten Schuldgefühlen beeinflusst werden. Diese Übung kann helfen, ein positives Selbstbild zu fördern. Es zeigt Ihnen, was Ihr eigentliches Ziel ist, wo Sie hinwollen und wie schön es dann wird in diesem neuen Leben. Und das sollte Sie bestärken, das wirkt unterbewusst auch, dass Sie die notwendigen Schritte unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Obwohl die oben genannten Übungen hilfreich sein können, ist es manchmal notwendig, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Coach, Therapeut kann individuell angepasste Übungen und Techniken anbieten, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Es ist wichtig zu erkennen, dass der Prozess, Schuldgefühle zu überwinden, Zeit und Geduld erfordert. Seien Sie bitte nachsichtig mit sich selbst. Und erinnern Sie sich daran, dass es in Ordnung ist, Unterstützung zu suchen und anzunehmen. Wenn Sie jetzt ein wenig Lust bekommen haben, mehr an sich selbst zu arbeiten, darf ich Ihnen nochmal mein Buch Champions Mindset, Selbstwert und Selbstvertrauen maximal ans Herz legen. Da finden Sie noch eine Vielzahl von weiteren Übungen, da finden Sie vor allen Dingen auch die Wissensbasis zum kognitiv-rationalen Verstehen und werden, glaube ich, gute Fortschritte machen. Die Überwindung von Schuldgefühlen durch narzisstische Manipulation ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und manches Mal auch professionelle Unterstützung erfordert.
Durch das Erkennen der Manipulation, das Setzen von Grenzen, die Förderung der Selbstfürsorge, die Inanspruchnahme von unterstützenden Systemen, wie zum Beispiel der Austausch hier in den Kommentaren und die Praxis auch der Selbstvergebung, kann man einen Weg zur Heilung und zum emotionalen Wohlbefinden finden, entdecken und beschreiten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Schuld nicht bei den Opfern liegt und dass jeder das Recht und die Fähigkeit hat, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, frei von manipulativen Beziehungen. In einer gesunden Beziehung kann es dazu kommen, dass man sich natürlich mal über Kreuz legt, dass man aneinander rasselt, dass es Streit gibt und dass es dann auch Schuldgefühle existieren, aufkommen, sich bilden. Ja, und da in so einer gesunden Beziehung muss man dann auch sich selbst hinterfragen und sagen, was für einen Eigenanteil trage ich eigentlich daran? Was habe ich dazu beigetragen, dass wir uns jetzt so schlimm gestritten haben? Das wollen wir beide doch gar nicht. Wie habe ich dazu beigetragen? Wie habe ich dazu beigetragen, dass es eskaliert? Das ist vollkommen in Ordnung. In einer Beziehung mit einem toxischen Beziehungspartner, wie es ein Narzisst ist, müssen Sie solche Überlegungen gar nicht anstellen. Denn egal, was Sie tun, Sie werden durch diesen Narzissten manipuliert, erpresst, missbraucht. Da ist es vollkommen klar, dass Sie als Opfer dieser Manipulation völlig frei sind von Schuld. Sie können die auch gar nicht verhindern. Das gehört sozusagen zum Playbook, zum Regelbuch, zum Spielbuch, zur Spielanleitung des Narzissten einfach dazu. Also gibt es so gesehen keine rationale Begründung, warum Sie nach einem Eigenanteil von Schuld suchen müssten. Also machen Sie sich frei von diesem Schuldgefühl. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Ich freue mich vor allen Dingen über Ihre Kommentare, den Austausch in den Kommentaren mit Ihnen. Sollten Sie noch nicht Abonnent dieses Kanals sein, werden Sie es doch. Unterstützen Sie meine Arbeit hier. Ansonsten bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund, werden Sie die Schuldgefühle los. Wir sehen uns bald wieder im nächsten Video. Ich freue mich schon auf Sie. Ihr Professor Ashok Riem.